Okay, also ich sag mal, worum es heute geht. Und zwar habe ich ja vor ein paar Wochen einen Preis gewonnen für ein Drehbuch hier. Das ist ein Pitching-Preis in Hamburg auf dem Filmfest gewesen. Und ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr das besser sehen. Und dieses Drehbuch hat eine längere Geschichte. Es heißt Irmas wildes Herz. Und hat schon mal vor ein paar Jahren einen ganz großen Preis gewonnen und ist aber leider nicht gemacht worden. Und ich erzähle euch die ganze Geschichte gleich. Jetzt hat es wieder einen Preis gewonnen und ich habe jetzt, als ich es gepitcht habe, was ganz, ganz Wichtiges gelernt dabei, ganz generell über das Geschichten erzählen. Und diese Erkenntnis, die nenne ich trojanisches Pferd, also Trojan Horse, genau. Und was ich damit meine und was das für dich bedeuten kann, nämlich wie du mit Geheimnissen sehr viel mehr Spannung erzeugen kannst und überhaupt mit Spannung umgehst und wie du auch selber verstehst, wann du welche Informationen in deiner Geschichte gibst, also wie du kontrollieren kannst, ob etwas zu früh ist oder zu spät ist, darum wird es heute gehen. Und genau, und dann steige ich jetzt einfach mal ein. Ich bin mal gespannt. Ah, da ist die Janine, das ist ja toll. Und da ist die Isabel. Ich freue mich, dass ihr da seid. Genau, und zwar habe ich vor 8 Jahren für mein Drehbuch Irmas wildes Herz einen riesigen Preis bekommen, einen Drehbuchpreis, also den größten deutschen Drehbuchpreis. Und es war für mich damals ganz toll, weil ich dachte, so, jetzt kann ich den Film endlich machen. Und dann wurde der Film aber nicht gemacht. Und ich nehme an, es hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass der sehr tabubrüchig war, dass der sehr kritisch mit der katholischen Kirche umgeht. Und das war wahrscheinlich den öffentlich-rechtlichen Sendern zu heiß, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, dann ist mein Leben sowieso andere Wege gegangen. Ich habe ganz viel anderes entdeckt und gemacht und habe diese Geschichte eine Weile auf Eis gelegt. Und dann habe ich die jetzt wieder hervorgeholt, als ich eingeladen wurde nach Hamburg auf das Filmfestival, um die zu präsentieren. Und da dann, klar, wenn so eine Geschichte 7, 8 Jahre liegt, ne, oder 6 Jahre, sagen wir mal, dann passiert ja was im Kopf und man arbeitet dran oder man blickt nochmal frisch drauf. Und das ist diesmal auch passiert. Und ich habe etwas verstanden, was ich anders gemacht habe diesmal, als ich die Geschichte präsentiert habe und was ich sowieso anders machen würde, wenn ich die neu schreiben würde, beziehungsweise ich will sie jetzt neu schreiben und ich will sie jetzt vom Drehbuch zum Buch transportieren. Das kommt alles später. Aber auf jeden Fall das Wichtigste, was ich anders machen würde, hat damit zu tun, dass ich bestimmte Informationen am Anfang nicht mehr geben würde. Ich würde auf gar keinen Fall bestimmte Sachen, die ich sonst im Drehbuch immer direkt am Anfang sehr breit erzählt habe, überhaupt gar nicht mehr geben. Ich würde viel mehr mit Geheimnis arbeiten und sehr viel später erst viele Hintergründe der Geschichte erzählen. Warum? Weil ich gemerkt habe, und ich erzähle, ich werde euch gleich die alte und die neue Version der Geschichte erzählen und dann könnt ihr das selber euch ganz gut, dann versteht ihr sofort, was ich meine. Auf jeden Fall, also ich habe beschlossen bei der neuen Variante, dass ich vielmehr ein Geheimnis um die Hauptfigur machen werde und in der alten Variante habe ich sehr viel preisgegeben über die Hauptfigur und das würde ich nicht mehr machen. Warum? Weil dass die Hauptfigur bei mir, Irma, ne, um Irma geht es ja, um Irmas wildes Herz, Irmas Vorgeschichte ist sehr schwer und sehr tragisch und sehr dramatisch. Und das, was sie macht in der Geschichte, das, was sie erreichen will, das ist auch ganz schön ambivalent. Und ich habe gemerkt, dass es viel besser ist, wenn ich erstmal gar nicht so viel verrate. Wenn ich warte, bis die Zuschauer bzw. die Leser so neugierig geworden sind, dass sie es unbedingt wissen wollen, selbst wenn es was sehr, sehr Schweres ist. Und
Und das hat in meinen Augen auch ganz, ganz viel mit Spannung zu tun. Das ist nämlich genau diese richtige, wie sagt man, genau diese richtige, dieses richtige Verhältnis von wie viel braucht deine Leserin bzw. deine Zuschauerin, um sich in die Figur verlieben zu können, um mit der Figur mitgehen zu können, und was braucht sie am Anfang nicht, die Leserin oder die Zuschauerin, weil sie vielleicht abgestoßen wäre oder weil sie denken würde, oh, das ist mir zu heftig oder das ist mir, was auch immer. Womit muss ich mir Zeit lassen? Was gebe ich erst später preis? Und was ist wichtig, dass ich es am Anfang preisgebe? So, ich hoffe, das macht Sinn für euch. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann sagt mir gerne Bescheid und schreibt gerne in die Kommentare rein. Ich werde jetzt mal, ich will ja das Ganze in einer Viertelstunde, ich habe mir mal vorgenommen, jeden Montag eine Viertelstunde. Das ist knackig, ich weiß, ich versuche es mal. Ich werde euch jetzt mal die Geschichte pitchen, so wie sie jetzt im Augenblick ist. Natürlich fange ich das nicht mit den Fehlern an, die kommen nachher. Ne? Also ich werde sie jetzt ungefähr so pitchen, wie sie im Augenblick ist und wie ich sie in Hamburg vorgetragen habe. Und zwar, also, Irmas wildes Herz ist ein Roadmovie, ein tragikomisches Roadmovie von einer älteren Frau, die sich auf die Reise ihres Lebens macht. Irma ist Anfang 60 und sie ist ein bisschen eine Frau, wie eine Frau, nein, sie ist damit, sorry, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Also Irma ist Anfang 60 und sie ist ein bisschen wie eine Pflanze, die noch nicht erblüht ist. Und die Geschichte beginnt, als Irma im Nachlass ihrer gerade verstorbenen besten Freundin einen Brief findet. Einen Brief, der vor 40 Jahren geschrieben wurde. Und dieser Brief war an Irma. Und Irma ist natürlich total verwirrt, weil sie sich denkt, wie kann das sein, dass dieser Brief nicht zu mir gekommen ist? Wieso hat meine Freundin mir den nicht gegeben? Wieso ist er bei meiner Freundin gelandet? Aber dieser Brief stellt ihr ganzes Leben auf den Kopf und bringt sie dazu, etwas zu tun, was sie noch nie getan hat. Sie macht sich auf die Reise ihres Lebens nach Irland. Dort, wo der Briefeschreiber, ein katholischer Priester namens Bernhard, lebt. Und sie packt ihre Sachen, macht sich auf die Reise. Doch bevor sie zum Busbahnhof kommt, wird sie von einem LKW-Fahrer angefahren. Und ja, kaputt, zerfetzte Strumpfhose, Löcher in den Klamotten und blutige Schrammen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass sie ihren Bus verpasst. Und da Irma eine sehr schüchterne, sehr zurückhaltende Person ist, hat sie Angst, dass sie verzweifelt, dass sie einen Bus verpasst, weil sie hat nicht so viel Geld und sie hat Angst, dass sie sich nie mehr trauen wird, sich auf diese Reise zu machen. Der LKW-Fahrer Dylan ist ungefähr 17 Jahre jünger als sie, er ist ihre und er ist gerade auf dem Weg nach Le Havre, um überzusetzen mit der Fähre nach Irland. Es tut ihm leid, was er angerichtet hat, die alte Frau tut ihm irgendwie leid und er bietet ihr an, dass sie mit ihm fahren kann. Im LKW, zumindest bis Le Havre auf die Fähre. Und es passiert das Ungeheuerliche, etwas, was Irma noch nie gemacht hat. Sie beschließt einzusteigen und mitzufahren. Was anfängt wie eine gute Idee, wird relativ schnell klar, dass es eine Mitfahrgelegenheit aus der Hölle ist. Denn Dylan ist ein sehr explosiver, impulsiver, unglaublich neugieriger und sexuell sehr offener und interessierter Ire und er lässt Irma keine ruhige Sekunde. Er möchte das Geheimnis von dieser Frau erfahren. Er möchte wissen, was ist mit dieser komischen, kauzigen Frau? Was verbirgt die? Warum ist sie auf dieser Reise? Was ist mit der los? Und er löchert sie und sie muss sich mit Händen und Füßen wehren, um ihn verbal abzuschütteln und da sie geraten auch immer wieder in Streit. Es passiert auch, dass Irma nicht mehr mitfahren will und dann überredet er sie. Er hat Charme, aber er ist auch schrecklich und er ist übergriffig. Nein, übergriffig jetzt, verbal übergriffig. Und der absolute Höhepunkt oder der absolute Tiefpunkt in dieser Mitfahrgelegenheit ist, als sie schon fast an der Fähre sind
und er ihre Handtasche durchwühlt und diesen Brief findet. Der Brief von dem Priester, der Irma auf diese Reise gebracht hat. Er liest den Brief und er ahnt, er findet bestätigt, was er die ganze Zeit schon geahnt hat. Sie ist auf die auf der Reise zu einem Mann, mit dem sie sehr jung ein Liebesverhältnis gehabt hat, mit fatalen Folgen. Und sie war da nicht 18 oder 16, sondern sie war da 13. Und Dylan kann es nicht fassen. Wie kann das sein, dass sie zu diesem Mann fährt und glaubt, dass das immer noch Liebe sein könnte? Wie kann das sein, dass sie immer noch romantische Gefühle für diesen Mann hat? Liest sie denn keine Zeitung? Schaut sie denn kein Fernsehen? Weiß sie nicht, was mit der katholischen Kirche los ist? Und Irma verteidigt das aber und sie sagt, sie will zumindest wissen, was da los ist. Und auf jeden Fall, es gibt einen Riesenstreit, sie will sowieso gar nicht mehr mitfahren und es gibt einen Riesen-Eklat. Aber letztlich schafft es Dylan, sich zu entschuldigen und sie dazu zu bringen, weiterzufahren. Und er nimmt sich jetzt nun eins vor. Wenn sie schon diese völlig verrückte, völlig bekloppte Reise antritt, dann will er sie darauf vorbereiten. Dann will er, dass sie schlagfertig ist, dass sie verbal gut ist, dass sie sich wehren kann, dass sie mit diesem Mann umgehen kann. Und er lässt nichts unversucht, um Irma aus der Reserve zu locken. Dann passiert ganz viel in Irland. Auf jeden Fall, irgendwann trennen sich die Wege der beiden, denn Irma weiß, sie muss diesen letzten Weg zu diesem Priester alleine weitergehen. Und sie fährt in diesen kleinen Ort an der Westküste, der ganz malerisch an ganz krassen, tiefen Felsen, also so Felsschluchten gelegen ist. Und sie trifft auf den, sie hat totale Angst vor dieser Wiederbegegnung, weil sie hat diesen Mann 40 Jahre nicht gesehen und sie denkt, mache ich mich lächerlich? Vielleicht erkennt er mich gar nicht, vielleicht erinnert er sich gar nicht an mich, vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet. Aber sie trifft ihn und es ist wundervoll. Natürlich erinnert er sich an sie und natürlich findet er sie immer noch so schön wie damals. Und Pater Bernhard könnte nicht charmanter sein. Und er wickelt sie um den Finger und für einen Moment denkt Irma, oh mein Gott, vielleicht können wir all das wieder haben. Vielleicht können wir jetzt die Liebe leben, die wir 40 Jahre lang nicht leben konnten. Und dann sagt Pater Bernhard einen Namen. Und es ist nicht ihr Name, sondern es ist der Name ihrer Freundin. Er hat sie die ganze Zeit mit ihrer Freundin verwechselt. Und in dem Augenblick versteht Irma, dass er nicht nur mit ihr ein Verhältnis hatte, sondern auch mit ihrer Freundin. Und dass der Brief gar nicht für sie war, sondern für ihre Freundin. Und dass sie ihr ganzes Leben auf Selbstbetrug und Selbstlügen aufgebaut hat. Und sie ist beschämt und verzweifelt und sie rennt raus. Sie stürzt zu diesem Felsen hoch über dem Meer und will sich in den Tod stürzen vor lauter Scham und Verzweiflung, weil sie jetzt ganz klar sieht, was sie ihr Leben lang sich nicht eingestanden hat. Dass sie lieber mit einer riesigen Selbstlüge leben wollte, als sich einzugestehen, dass sie noch nie in ihrem Leben wirklich aufrichtig geliebt worden ist. Und sie lässt schon den Baum los, an dem sie sich festhält, um nach vorne zu kippen, und da hört sie ein Geräusch. Und sie schaut hoch, und da sieht sie ein Mädchen auf einem Fahrrad den Berg hinunterrollen. Und das Mädchen ist vielleicht 12, 13. Und das Mädchen hat wilde Augen und rote Haare und hat einen Geigenkasten hinten auf dem Gepäckträger. Und es rollt immer näher und näher. Und die beiden haben einen kurzen Augenblick, wo sie sich in die Augen schauen. Und dann rollt das Mädchen weiter den Hügel hinab und fährt in die Einfahrt von Pater Bernhard hinein. Und das ist der Moment, wo Irma begreift, dass noch nichts vorbei ist. Dass sie jetzt nicht einfach abtreten kann. Dass es nie aufgehört hat. Und dass sie hier noch eine Aufgabe hat. Und mit zitternden Knien geht sie zurück zu dem Cottage von Pater Bernhard. So, jetzt mache ich mal Schnitt. Dann kommt natürlich das große Finale. Das werde ich jetzt nicht verraten, das ist ja klar. Aber das letzte Bild im Film ist, Irma steht in der Einöde Irlands an einer Straße, an einer Landstraße und sieht in die Ferne und sieht einen LKW näher kommen. Und je näher der LKW kommt, desto besser erkennt sie, dass es Dylans LKW ist und sie hält den Daumen raus.
Oh Gott, da bin ich immer so gerührt am Ende. Okay, also das ist die Geschichte. Ich muss mal gucken. Es sind die Leute geblieben, glaube ich, die... genau, so. Also, das, was ich jetzt euch gepitcht habe, ne, mit so ein paar Lücken und Hängern, ist das Endergebnis von 8 Jahre einen Stoff, an dem ich sowieso schon ein paar Jahre gearbeitet hatte, liegen lassen. Und ich will euch jetzt genau erklären, was ich am Anfang falsch gemacht habe, so dass ihr es für euch anwenden könnt. Und zwar, also, was ich, glaube ich, dieses Mal viel, viel besser gemacht habe, warum ich auch den Preis gewonnen habe in Hamburg, ist, dass ich ein viel größeres Geheimnis am Anfang gemacht habe, habe ich ja eben schon gesagt. Also man erfährt gar nicht genau am Anfang, wer ist diese Irma, was steht in dem Brief, was ist die Vorgeschichte. Man erfährt auch nicht, was es in der alten Fassung gab. In der alten Fassung war es nämlich so, dass man ganz ausführlich erfahren hat, dass sie als junges Mädchen eben in ein sehr schreckliches katholisches Heim gekommen ist und leider, ich habe da ganz viel recherchiert, leider in den 60er, 70er Jahren, das war das absolute Grauen, da sind 1 Million junger Menschen in Deutschland an Seele und Körper versehrt worden, also ich habe nur noch geweint, als ich das gelesen habe. Auf jeden Fall, ich habe da sehr viel drüber erzählt, wie sie die Freundin kennengelernt hat, was die für einen Horror erlebt haben da in dem Kloster, in diesem Heim von den Nonnen. Und auch die Liebesgeschichte mit dem, es war von Anfang an klar, dass sie eine Liebesgeschichte mit einem Priester eingegangen ist, als sie 13 war und dass sie dann den Brief findet und dass dann klar ist, sie will den besuchen, weil sie eigentlich nie diesen Mann losgelassen hat. Und diesen, ich bin jetzt mal ganz gespannt, was ihr gleich dazu sagt. Ja, ich hoffe, dass ihr eure Kommentare schreibt. Und das habe ich komplett weggelassen. Also die Vorgeschichte erfährt man jetzt ganz, ganz peu à peu und nur so ganz klein. Und man erfährt auch nicht von Anfang an, man erfährt, da ist ein Brief. Man ahnt natürlich, wenn da ein Priester ist, dass da eine Liebesgeschichte war. Aber man weiß zum Beispiel nicht, dass sie, dass das eine minderjährige Liebesgeschichte war. Ne? Und man weiß auch nicht, wie weit die gegangen ist und so weiter und so fort. Und sehr lange weiß man auch gar nicht so richtig, was will sie denn bei dem? Und so, wie ich das jetzt gebaut habe in der Geschichte, erfährt man das am Midpoint der Geschichte. Der Midpoint ist jetzt nochmal ein anderes wichtiges Thema, weil das ist der Point of No Return. Und das ist einer der wichtigsten Momente, ja, sowohl in Drehbüchern als auch meiner Meinung nach in Romanen. Das wird bei Romanen viel zu wenig beachtet. Das erzähle ich nachher oder wann anders mache, muss ich, glaube ich, eine extra Sache machen, weil das ist super wichtig. Also, eigentlich hat man erst am Midpoint mit dem Dylan, mit dem LKW-Fahrer zusammen, das ganze Bild. Ne? Und dann denkt man, ach du Scheiße, was ist mit der Frau, dass die so verblendet ist, dass die auf so eine Schnapsidee kommt. Und ich glaube, dass es viel schwieriger war in der alten Fassung, wenn man das alles sofort wusste über sie oder sehr früh wusste, dass es viel schwerer war, mit ihr mitzugehen und mit ihr mitzufiebern, weil das so ein wirklich Hanebüchen. Ich meine, wir alle haben verrückte Ideen, wir alle tun doofe Dinge und wir alle lieben auch mal die falschen Menschen und wissen es auch. Und trotzdem ist es sehr viel schwerer für andere Menschen, da mitzugehen, wenn wir schon wissen, also das ist die größte Schnapsidee des Jahrhunderts. Wie kann man nur so blöd sein? Und das wollte ich nicht, dass man denkt, wie kann man nur so blöd sein, sondern ich will da die Geschichte so erzählen, dass man wirklich denkt, hä, was ist das für eine Frau? Was ist mit der? Und wieso macht die das? Und dass man eher so immer neugieriger wird bis zu dem Punkt, wo man wirklich sagt, oh, jetzt will ich es wissen. Was treibt die an? Was ist da los? Was war da mit dem Priester? Was war da in dem Heim? Was war da mit der besten Freundin? Und genau, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich dieses, wann erfährt die Leserin oder die Zuschauerin was? Wann gebe ich was preis? Und das ist nämlich wirklich wichtig, wenn du die Geschichte einmal hast, da sehr gut drüber nachzudenken, weil es gibt nichts oder kaum etwas, was so spannend ist wie ein Geheimnis. Und wenn du eine Figur hast, die dich interessiert und die aber ein Geheimnis hast,
hat und du weißt es nicht sofort, dann willst du das wissen. Und das habe ich irgendwie in den ersten Fassungen nicht beachtet. Also frag mich nicht warum, ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, aber ich war so beschäftigt damit, alles über die zu erzählen, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe, dass das gar nicht so eine gute Idee ist, das in der ersten Hälfte der Geschichte zu erzählen. Das hebe ich mir jetzt für die zweite Hälfte der Geschichte auf. So, jetzt muss ich mal kurz nachfragen, ihr habt viel geschrieben und macht das Sinn für euch? Könnt ihr mir folgen oder denkt ihr da ganz anders drüber? Ich muss jetzt mal kurz gucken. So, warte mal. Oh, hier sind ja so viele Leute dabei. So, dann hat hier jemand geschrieben, ich muss die zweite Frau sein, die Gott kreiert hat. Das ist interessant. Das glaube ich zwar nicht, aber okay. Dann hat die Olga geschrieben, es ist genial, so wertvoll, dass wir uns beteiligen. Das freut mich. Und die Conny, willst du hier ins Live kommen? Verstehe ich das richtig? Genau. Schreibt mir doch mal bitte, ob das für euch Sinn macht und ob ich das gut erklärt habe. Genau. Und das habe ich halt, und solange die Conny mir noch nicht geantwortet hat, sage ich das jetzt einfach. Das habe ich mal jetzt das trojanische Horse genannt, also trojanische Pferd genannt. Weil, wenn ihr Dinge habt, die ihr erzählen wollt, die aber sehr, sehr ambivalent sind, wo ihr Angst habt, dass jemand nicht mitgeht oder sagt, nee, das ist mir zu heftig, ne? Also Missbrauch, klar, Vergewaltigung, schreckliche Zustände in Heimen oder ganz viel anderes, ne? Das sind natürlich alles Sachen, wo man als Leser immer erstmal denkt, oh nee, muss das sein? Oh nee, ich weiß nicht. Und da ist man schon so abgeturnt, wenn es zu schwer ist und zu heftig ist. Also ich zumindest. Und deshalb ist es manchmal gut, den Leuten totale Lust zu machen auf die Geschichte. Also wirklich die mitzureißen und so zu verführen, dass die gar nicht anders können, als in die Geschichte einzusteigen. Und mein Vehikel, ne, ihr ahnt es schon als aufmerksame Zuhörer, mein Vehikel ist es natürlich, die Zuschauer zu verführen mit der eigentlichen Liebesgeschichte. Und die eigentliche Liebesgeschichte ist natürlich die mit dem LKW-Fahrer, der 17 Jahre jünger ist, der unmöglich ist, aber gut aussieht und auch noch Charme hat, ne? Also aber eher so einen verrückten Charme. Und wenn man die beiden miteinander sieht und eigentlich hofft, die könnten ein Liebespaar werden, dann ist man schwuppdiwupp hoffentlich in der Geschichte oder im Film drin und dann kann man gar nicht mehr, anders, dann muss man Dann denke ich, geht man auch mit, selbst wenn rauskommt, oh mein Gott, das sind im Hintergrund, in der Hintergeschichte echt heftige Sachen. So, warte mal, was war das? Nein, ich habe mich vertippt in der Eile, dir zu hören, ist immer ein Geschenk genug heute. Ah, danke schön, jetzt hätte ich dich beinahe reingeholt und dann hättest du alt ausgesehen und gesagt, nein, ich will nicht. Genau, so, vielleicht zum Abschied noch. Jetzt hätte ich dich fast wirklich reingeholt. Also, zum Abschied noch zwei Sachen. Und zwar, warte, habe ich jetzt auch alles? Lass mich kurz, ich habe ja hier wieder, guck mal, hier habe ich ja wieder alles vorbereitet für euch, ne? Habe ich jetzt alles gemacht, was ich sagen wollte? Genau, ja, das war das Wichtigste. Also zwei Ankündigungen, zwei ganz tolle. Also eine ist mir heute eingefallen und ich freue mich so darauf. Und die andere ist, ja, wenn ihr Lust habt, und zwar, ihr wisst ja, dass ich viele Kurse gebe und im Januar wird es was ganz Tolles geben, aber ich mache auch inzwischen, ich habe mich sehr fokussiert auf weibliches Storytelling, weil ich weiß, ich habe es im Gefühl und damals, also so vor ein paar Jahren war das noch so, jetzt ist die Zeit für weibliche Geschichten. Ne? Barbie ist so ein Phänomen, das zeigt ganz doll, wow, endlich können wir Frauen unsere Geschichten erzählen. Endlich können wir anders erzählen, weil Frauen erleben andere Geschichten und Frauen leben in einer anderen Welt als Männer, weil wir werden in einer Welt des Patriarchats groß. Und Männer werden das zwar auch, aber die haben ihre Privilegien. Jetzt nicht alle Männer und zu mir kommen auch viele Männer und das hat auch alles einen Grund. Auf jeden Fall, ich habe einen kleinen, feinen Workshop. Ah, den muss ich noch verlinken, den habe ich noch gar nicht verlinkt. Der heißt Weibliches Storytelling und die Heldinnenreise. Und der ist nur viermal, ist ganz kurz, knackig und der ist im Dezember. Also, falls ihr sowas wie was ich heute mache, gerne mehr möchtet, aber im Sinne von meine eigenen Geschichten, und zwar weibliche Geschichten, eigenartige Geschichten, powervolle Geschichten, kommt in den Kurs. Ich muss den aber noch verlinken, ich glaube, ich habe es noch nicht gemacht. Und das andere ist,
Ich habe mir, als ich da heute drüber nachgedacht habe, was ich euch jetzt hier so mitbringe und was ich da so erzählen möchte, Claudia, das macht nichts, dass du zu spät bist. Du kannst es ja noch gucken. Also, ich habe mir überlegt, dass ich, weil ich jetzt so frisch drin bin in der Geschichte und weil ich sowieso gedacht habe, ich will jetzt das nochmal einmal so richtig gut als Roman runterschreiben. Es ist so eine Geschichte, ihr glaubt nicht, wie lange die mich schon begleitet. Also vor 8 Jahren habe ich den Preis gewonnen, davor habe ich schon ein paar Jahre geschrieben und die muss jetzt in die Welt. Die muss einfach in die Welt. Ich gucke jetzt mal, ob die als Film in die Welt kommen kann oder erstmal als Buch. Und ich habe mir gesagt, boah, ich bin jetzt so drin, ich habe jetzt so eine Lust und heute hatte ich auch endlich wieder Irmas Stimme in mir, die einfach so, dann habe ich schon so eine Sprachaufnahme gemacht, so tschong, direkt halbes erstes Kapitel rausgesprochen und so. Und ich werde jetzt im Dezember 2 Wochen wieder das tun, was ich so gerne im Dezember mache, nämlich ich werde in den Wald gehen, in eine Hütte im Wald oder ein Haus im Wald und versuchen in 2 Wochen das Ganze aufzuschreiben. Und weil ich so Lust habe, werde ich das irgendwie jeden Tag auf Instagram teilen und so wie eine Challenge. Also jede von euch, die Lust hat mitzumachen oder davon inspiriert zu werden, ich werde da ganz viel drüber machen und euch so immer wieder Tipps und Tricks geben und zwar gebündelt an 2 Wochen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe, die Geschichte ganz grob nochmal aufzuschreiben. Genau. Und das sind die beiden Sachen, die ich euch sagen wollte. Und Claudia, wir können ja nochmal reden, weil du bist ja eh involviert in der Geschichte und mir ist ganz viel klar geworden darüber. Und ich habe total Lust, was dazu zu machen. Genau. So, ihr Lieben, das war's für heute. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. Und für alle, die später gucken, schreibt mir auch gerne noch, ich lese auch die ganzen Kommentare später noch, schreibt mir gerne eure Fragen, eure Wünsche, weil es gibt jetzt einfach jeden Montag eine Viertelstunde Storytelling Akademie um 19 Uhr. Ich freue mich auf euch, habt einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Ciao!